Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Marvin. Das ist Kelvin. Und heute gibt es die Frühstück-Menü-Challenge. Und zwar werden wir dafür jetzt, ist es sonntags, wir müssen jetzt zur Tanke gehen. Ja. Und gucken, was sie haben und stellen das dann ein Frühstücksmenü zusammen. Genau. Wir hatten jetzt länger keine Essens-Challenge mehr, deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht mal heute mal wieder was mit Essen und zwar, ja. Frühstücksmenü. Genau. Was holen wir uns so? Ich würde sagen, so ein Cappuccino, dann vielleicht Speck. Eier, vielleicht so ein kleines Gebäck, so ein Muffin. Kleiner Cheat vielleicht, kann man sich mal gönnen, ne? Wir gucken mal, was die da haben. Ja, so eine Brezel oder so irgendwie genau. Sowas, ne? Und dann, wer das schneller isst, ne? Genau, das ganze Menü, der gewinnt und am Ende gibt es immer eine Strafe. Yes. Okay, dann kaufen wir, nehmen wir euch mal mit beim Einkauf, würde ich sagen. Schau mal, was es gibt, Lego. Danke. Also. Wir haben nur einen Blaubeermuffin. Scheiße. Der ist so dope, der Muffin, ne? Der ist krank. Wir müssen Hälfte machen. Okay, dann nehmen wir den safe schon mal. Hälfte. Dann brauchen wir aber noch ein Gebäck, okay. Oder? Eigentlich wollte jeder einen haben. Okay, ja. Okay, nimm den schon mal. Der ist schon mal gesaved. Aber ist ja auch schon ein bisschen später, schon 16 Uhr fast. Ja, das ist für uns Frühstück. Okay, dann bauen vielleicht noch. Kommt dann nur jeder noch eine Brezel oder so? Oder jeder noch so ein schön weiches genau. Teil. Das schönes Laugengebäck hier. Ein. So, guck mal noch hier. Also Speck oder so. Ne? Speck und sowas. Ja, Klassiker. Ich sehe so keinen anderen. Da, Bacon. Guck mal. Bacon, ja. Einfach diesen Bacon. So. Eine Packung. Und einfach ohne Brötchen, einfach so. Oder zwei Packungen. Ja, reicht, das ist übertrieben ja? Viel. Ich hab auch schon okay. Dann noch Brötchen, oder? Ah ja, für den Bacon, ne? Genau. Jeder eins, würde ich sagen. Oder einfach Bacon mit Ei so. Oder einfach mit Ei, mal ohne. Genau, machen wir das mit Ei. Schon ein paar Carbs. Schon stabile Sachen. Okay. Oder Mango. Okay, dann noch ein Smoothie hier. Ein Mango-Teil, oder? Ja, zwei davon. Kiwi oder Mango, was willst du? Entscheide. Ich mach Kiwi. Kiwi? Zweimal. Zweimal Kiwi. Yes. Zack. Kontrollieren. Jawohl. Was noch? Das könnte noch was. Wir haben jetzt schon Laugengebäck und so ein Süßgebäck. Ja. Eier noch? Okay, haben wir zu Hause. Ja, ja, haben wir zu Hause. Cappuccino. Cappuccino noch? So ziemlich eigentlich alles. Haben wir alles sonst. Also, alles safe. Also eigentlich ein kleines, feines Menü. Ja. Wir nehmen noch hier zwei Matt-Dinger. Genau. Passt einfach. Da nochmal das. Ja, da nochmal echt komplett das Menü. Ja, Mann. So, jetzt noch schnell den Bacon. Und die Eier zubereiten dazu. Jeder drei Eier, also insgesamt sechs Eier, machen ein Rührei draus. Erstmal schön den Bacon anbraten. Oh, das ist echt viel. Klatschen wir mal rein hier. Let's go. So Leute, hier ist unser Festmahl. Wir können mal zeigen, aus was das alles besteht. Genau. Einmal haben wir hier frischen Bacon mit drei Eiern jeweils. Genau. Dann haben wir hier links einen Blaubeermuffin in einer Hälfte geteilt. Yes. So, Hälfte, der lacht sich schon lacht anders, so krass an. Dann haben wir hier Laugenbrötchen. Yes. Dicken Salzkörnern drauf. Dann hier Mettbrötchen. Ja, jeder eine Mett-Hälfte. Genau. Kannst du schon mal aussuchen, welches willst du, die oder die? Egal, ich kann die nehmen. Okay, die ist größer. Ja, die sieht ein bisschen fetter aus, ne? Wie machen wir das? Ich schlägst ein Stück um die. Ja, okay, der Gewinner kriegt die kleine, ja. Also die dünner. Ja, ja. Warte. Aber jetzt musst du auch umdenken. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam. Okay. Okay, das hier vorne ist meine, wenn ich vergessen. Ja. Dann haben wir hier Cappuccino noch jeweils, jeder einen großen. Der Glatt ist ja schön schaumig. Oh, ja, der ist auch trinkbereit, also keiner wird sich hier verbrennen. Genau. Perfekt. Und noch einen grünen Smoothie mit Kiwi, Apfel und Limette. Also ein sehr ausgewogenes Frühstück. Jetzt nicht das gesündeste, aber ausgewogen. An einem Sonntag, was man so alles herbekommt. Ja, hat circa 1100 Kalorien. Ja. Ja, also es geht. Wer schneller ist, gewinnt. Gewinnt. Am Ende ist wieder eine heftige Strafe. Ja. Und ich würde sagen, hast du schon ein System, wie du so startest? Kann sich jeder selber aussuchen, ja. Aber ich habe schon ein System. Dann behält es für sich, oder? Also ich mache erstmal alles Herzhafte weg, dann den, dann den Smoothie, dann den Muffin und dann den Cappuccino. Okay. Schön okay. Zum Nachtisch. Gut, also ich fange auf jeden Fall mit Speck und Eiern an. Ja. Und dann gucke ich mal spontan. Okay. Bist du ready? Wir hätten ja lange schon nicht mehr. Wir haben lange nichts mit Essen gemacht, ne? Schön, auf alles. Okay, die Getränke tue ich erstmal zur Seite, dass ich Platz habe. Genau. So, jeder sein Stuff hier. Das machen wir so rum. Genau. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir jetzt runter, dann geht's los, ne? Okay. Auf Go? Ja. 3,
zwei, eins, go! Mmh. Oh, gut gemacht. Ich hab vergessen zu salzen, aber egal, Speck ist Salz. Mmh. Oh. Oh, geil. Was für ein Speck, der gerade schon gemacht? Alter. Oh mein Gott. Mmh. Das ist perfekt. Boah. Geiler Speck. Mmh, geil. Und wie krass der ist, ne? Mmh. Oh wow. Immer die Salz hier ab, das ist zu viel. Das ist zu viel. Dann schreib mal, wer das Salz bei den Brezeln oder so immer abmacht. Das ist ein bisschen fett, ne? Und Daumen hoch für mehr Essens-Challenges. Und schreibt in die Kommentare, was wir noch wegholen sollen als Menü. So, das ist jetzt erstmal weg. Richtig. Du trockenes Brot. Scheiße, Mann. Komm schon. Trocken. Mhm. Systemänderung. Schau dir nicht weg. Mhm. Das ist geil. Da haben wir schon den ganzen Tag gedacht, bevor wir diese Challenge überhaupt abdrehen wollten. Das ist trocken. Die Dinge weghauen jetzt, ey. Mmh. Aber die Krönung, ne? Das ist zu krass. Blaubeer Muffins, Leute. Das ist der Geheimtipp. Mmh. Das Laugenbrötchen wird mir noch zu Verhängnis, Alter. Boah. Das ist so lecker, Mann. Mmh. Das ist ein Bettessen, das weißt du, ne? Mmh. Aber genieß es ruhig. Meditier ein bisschen. Niemals. Ja, hau mal rein, ne? Kacke, Alter. Heiß, heiß. Du musst warten, Digga. Schimmer ein bisschen. Warte mal. Muss mal sehen, dass ich. Ist ja Muffin, Leute. Das kommt ja auch klar. Du musst ihn kurz genießen, Alter. Ich bin auch ein Stück hier. Mann. Ist echt mal gut warm. Mhm. Deswegen warten ein bisschen. Mhm. Perfekte Temperatur zum Trinken. Mhm. Ja, toll, sind trinkt du ja schon ein scheiß Stückchen in der Hand, Mann, ey. Fuck. Die Strafe gehört dir, mein Freund. Leute, diese Laugen, dieses Laugenbrötchen, ey, Mann, ey. Boah. Ja, das habe ich mit dem Smoothie runtergehauen, sonst konnte ich das nicht runterhauen. Ich muss das so mischen. Mhm. Boah, war das geil, Alter. Also, Highlight war der Speckeier. Speckeier und der Muffin. Ganz klar. Der Rest zu war krank. Der Rest war okay, aber auch lecker. Ach, ja. Boah, es tut gerade so gut, ne? Auch der Cappuccino zum Schluss schön gesättigt ist. Nur leider ein bisschen zu schnell reingehauen, das Ganze. Mann, ich glaube. Du hättest lieber genossen, aber du kriegst die Strafe, du hast hart verloren. War ja klar, Respekt. Leute, ich bin der King in Essen. Deswegen haben wir auch nicht mehr viel Essen gemacht, weil ich das eh abziehe, ne? Naja, okay, ich überlege mir jetzt eine Strafe und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Okay, bis gleich. Hier, erstmal Augen verbinden. Was hast du vor? Ja, die Strafe ist geheim für dich. Ey, wie geheim? Was heißt das? Die Strafe ist geheim. Deine Nase muss frei sein, Mundbereich muss frei sein. Und gleich bitte reinstopfen. Was willst du essen oder was jetzt? Na, mal schauen, ne? Mal schauen. Perfekt, perfekt. So. Warte kurz, ne? Ich komme gleich wieder. Okay, okay, okay. Kurz mal weg. Ah, nicht so ein Ekeltrank oder so, ey. So.
Nein, nein, nein. Bist du bereit? Nee, Digga, nicht. Überhaupt nicht. Digga, was hast du vor, Mann? Du musst zu essen, oder was? Ja, ist was zu essen. Kann man sehen, wie man will, ne? So. Ja, tschau mal ab. Okay. Okay, bleib so, ne? Mhm. Einmal bitte. Ja. Ey, was machst du? Warte. Ich halte jetzt was vor die Nase und muss einmal kräftig riechen. Ja. Was ist das? Pfeffer! Ist das Pfeffer? Ja. Ah, das brennt ja richtig, Digga. Ja. Ah, voll der Nase drin, Mann. Nochmal schön einatmen. Nase. Digga, das brennt voll. Noch einmal einatmen. Oh, ey, chill mal. Einmal noch, komm. Digga. Mach ich schon. Ey. Boah, Nase putzen, warte mal. Boah, das ist voll am Brett. Oh. Okay. Okay, das war's mit der Challenge und der Strafe. Genau. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch dafür und schreibt heftige Strafen, die wir machen können, in die Kommentare. Dann können wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Aber Leute, noch ein krasser Geheimtipp für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Gummi versus echtes Essen wird jetzt nächste Woche wahrscheinlich kommen, also jetzt die Tage. Ja, bleibt da dran, Leute. Heftig, das Niveau ist wieder ganz oben, wir haben wieder krass Sachen gefunden. Ja. Und ihr wisst Bescheid, Mann, es wird heftig. Gerne könnt ihr uns folgen auf Instagram, einmal hier Marfit und hier KelvinFitty. Folgt uns auf dem neuesten Stand, genau. Also Instagram wichtig, Marfit, KelvinFitty. Yes. Für freshe Bilder etc. Ihr wisst Bescheid. Alles vom Alltag und so weiter. Yes. Checkt gerne unseren Merch-Shop ab. Erster Link in der Beschreibung mit coolen Stuff. Hoodies, Fresh, T-Shirts etc. pp. Gönnt euch was, würde uns auf jeden Fall freuen. Genau. Und noch schöne Grüße an Killer-Türk. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch was begrüßt habt, müsst ihr einfach abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen klicken und dann auf Aktivierung kriegt immer eine neue Nachricht, wenn ein neues Video hochgeladen habt. Geiler Sir. Dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv, damit wir auch sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau, mit ein bisschen Glück werden wir hier wieder und grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Peace!